Mein Name ist Michael Frede. Ich bin seit 34 Jahren in der Robotik- und Automatisierungstechnik zu Hause, davon auch einige Jahre in den Konsumgütern und im Textilbereich. Und ich bin der Ideengeber der Marke Robotextile. Mein Name ist Michael Müller. Ich bin Mitgeschäftsführer bei der Firma Orla GmbH. Ich bin seit 17 Jahren in der Automatisierungstechnik tätig. Ich glaube daran, dass wir unsere regionalen Produktionsstätten durch sinnhafte Automatisierung hier halten können und auch zurückholen können. In der Textilindustrie hat eigentlich die Automatisierungstechnik bisher kaum eine Rolle gespielt. Die letzten 30, 40 Jahre ist so viel an Bekleidungsindustrie nach Asien abgewandert, da sind heute 70% beheimatet durch den hohen Personalbedarf. Und da ist kaum Automatisierung bisher eingesetzt worden. Mein Name ist Maike Rabe. Ich bin Professorin für Textilveredelung und Ökologie an der Hochschule Niederrhein. Wir brauchen Innovation, wir brauchen Modernisierung, wir müssen eigentlich unsere Branche renovieren. Automatisierung, Robotik, das sind Beispiele, die eigentlich in unserer Branche noch nicht wirklich gut entwickelt sind. Wir hinken ein wenig hinterher. Eine moderne Textil- und Bekleidungswirtschaft verlangt ein Onshoring-Konzept, ein Reshoring-Konzept. Das heißt, Produktion soll wieder dahin zurückgeholt werden, wo auch der Verbraucher ist. Die Chance, die sich dadurch ergibt, ist nämlich Vermeiden von Überproduktion, Vermeiden von Restanten. Die besonderen Herausforderungen in der Textilindustrie ist das Handhaben von wiegeschlaffen Teilen. Da gehört nicht nur das Greifen dazu, sondern auch das Abstapeln und das Vereinzeln von einzelnen Werkstücken. Genau hier setzen wir an, weil es ist einfach erwiesen, dass in den großen Textilbetrieben bis zu 40% der Personalkosten für einfache Stoffhandhabungsaufgaben, sogenannte Nebenprozesse, eingesetzt werden. Und wenn uns das gelingt, dies zu automatisieren, dann können wir auch wirtschaftlich wieder hier produzieren, weil die reinen Textilmaschinen sind bereits recht hoch automatisiert. Die größte Herausforderung ist Stofflagen zum Vereinzeln. Dazu gehören die vielen Varianten, die es in der Textilindustrie gibt. Wir haben verschiedene Greifertechnologien im Einsatz. Besonders gute Erfahrungen haben wir mit dem Strömungsgreifer bei Jeansstoffen oder schwereren Textilien gesammelt. Wenn es um dünne Textilien geht, können wir auf unseren Rollengreifer gehen. Für Sondertextilien oder technische Textilien haben wir auch unter anderem einen Gummiparallelgreifer im Einsatz. Wir setzen hauptsächlich Kleinrobotik ein, das heißt in der Regel Traglasten unter 10 Kilo. Da gehört dann hauptsächlich die Agilus-Serie von KUKA und auch die SCARA-Serie mit dazu. Eine Besonderheit unserer Weiterentwicklung ist die Doppellagenkontrolle. Wir haben es geschafft, die Doppellagenkontrolle in Sensorik in den Greifer mit einzudrucken, sodass wir dann diesen Sensor teachen können und sämtliche verschiedenen Stoffvarianten mit diesem Sensor auf einfache Lage prüfen können. Die Firma C&A hat entschieden, am Standort Mönchengladbach wieder Made in Germany Jeanshosen zu produzieren. Und durch das neue Lieferkettengesetz wird endlich diesem Wahnsinn von Fast Fashion Einhalt geboten, sodass wirklich auch unter ethischen und Umweltgesichtspunkten wieder am Standort produziert wird, wo auch wirklich bedarfsgerecht konsumiert wird. Mein Name ist Jürgen Moos. Ich bin Projektleiter und Prokurist bei der Firma C&A Fit. Wir stehen heute vor großen Herausforderungen, um die Stabilität unserer Lieferketten auch für die Zukunft sicherzustellen. Dazu haben wir uns entschieden, einen Teil der Produktion nach Deutschland zu holen, um verloren gegangenes Know-how wieder zurückzugewinnen. Aber insbesondere möchten wir, was die Produkte angeht, nachhaltig und höchst produktiv produzieren. Der Arbeitsalltag und die Prozesse durch Robotik verändern sich so weit, dass Blindprozesse und Nebentätigkeiten durch Robotik ersetzt werden, sodass der Bediener sinnvolle Tätigkeiten ausführen kann. Über jahrelange Standardisierung und Weiterentwicklung der HMI- und Roboteroberfläche ist es heute dem Mitarbeiter möglich, selbstständig und einfach eine Automatisierung oder eine Roboteranlage zu bedienen. Wir haben ganz klaren Fokus auf die Automatisierung für die Textilbetriebe in Deutschland und Europa. Sie soll resilient sein, sie soll leicht bedienbar sein, wirtschaftlich attraktiv und sie soll dafür sorgen, dass es auch wieder Sinn macht, Produktion zurückzuholen und hier bedarfsgerecht zu produzieren, ganz nah am Konsumenten. Und das dient der Umwelt und dient auch der Ethik und der Wirtschaftlichkeit. Industrial Intelligence.